Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathloop. Mein Gott, ich wollte schon Deadpool sagen. Tastenfeld. Wir sind das letzte Mal ja hier gut durchgekommen. Wir gehen jetzt zurück nach Abdarm, weil wir jetzt den Code für unseren Tresor haben. Weil das LEP ja offensichtlich, oder zumindest scheint es so, von uns ist. Also ja, nichts wie weg von hier. Wir haben den Tag überlebt. Der Captain. Scheinbar war es auf Black Reef mal ganz schön wichtig. Das heißt aber nur, dass sich die Leute umso härter auf den Kieker haben. Ja, das ist richtig. Aber weißt du was? Es gibt immer jemanden, der dich nicht mag. Also von daher, ein, zwei Leute mehr. Drauf geschissen. Du hast überlebt. Danke. Gesammelt, gesammelt. Sind die Sachen eigentlich automatisch geändert, wenn ich sie in der Hand wechsle, oder sind sie nicht geändert? Das gucken wir mal ganz kurz nach. Ausrüstungsvariante. Ja, sie sind automatisch gewechselt. Wir haben ja noch ein Ding bekommen hier. Nicht da, sondern bei einer Waffe. Das mache ich mal auf die Shotgun drauf. Weil, nee, warte, wie ging das nochmal? Siegel, so, genau. Ausrüstungsdetails. Hier kannst du dich über spezielle Funktionen deiner Ausrüstung informieren. Statte deine Waffen mit Siegeln aus oder entferne welche. Wenn du dir alles etwas genauer ansehen möchtest, kannst du mit der eingezeigten Steuerung zoomen sowie die Ausrüstung drehen. Gut, brauchen wir jetzt alles nicht, weil drauf geschissen. Wir haben jetzt mich hier Meisterschütze. Das Zielen durchs Visier geht etwas schneller. Brauchen wir nicht hier, sondern das brauchen wir auf dem Rapier. So. Schön. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Abdarm erkunden. Ich find's cool, dass er mich immer so wirklich zum nächsten Zielort bringt. Also, dass schon irgendwie linear trotzdem so ein bisschen offen ist. Das habe ich tatsächlich sehr viel lieber mittlerweile als irgendwelche Open-World-Spiele komplett, wo du einfach alles machen kannst. War geil, aber habe ich letztes Mal schon erwähnt. Mittlerweile sind die Welten mir einfach nicht nur zu groß, sondern auch zu leer. Wenn die Welten wenigstens gefüllt wären und zu groß, wäre noch eine Sache, aber bei Assassin's Creed hat man es ja stark gemerkt, ist halt schon ziemlich kacke. Juliana. Juliana, bist du da? Und ein Abarbeiten. Ich weiß deinen Namen noch. Scheiß drauf. Nachts sollte man in Abdarm auf der Hut sein. Zuvor sichere und zugängliche Routen sind unter Umständen gefährlich. Ja, der Text ist aber auch viel zu schnell, ne? What the fuck? Du willst feiern? Bei Nacht sind die Straßen voll. Okay. Hey, Leute, ich habe streng geheime Informationen. Ach ja, raus damit. Ich sagte, die sind streng geheim. Spuck's aus, verdammt! Okay, okay. Die beste Stelle, um das Feuerwerk zu sehen, ist neben der Bühne. Wie bitte? Das war alles? Stirb bitte. Was? Das wird spektakulär. Ich frier mir den Arsch auf der Suche nach Colt ab. Hoffe, das wird spektakulär. Wir sollten ihn lebendig ans Feuerwerk fesseln. Ja, aber ein bisschen zu wenig. Ciao, Jungs und Mädels. Hab den Verräter erblickt! Oh, Scheiße, da! Oh, Scheiße, da! Ja, da ist er! Ja, wo ist er denn? Da ist er! Oh Gott, die hauen gut rein. Hup, fang! Ciao, Jungs. Die machen mehr Damage, als ich gedacht habe. Gibt's hier zufälligerweise Heilung? Und außerdem sind die ja eh dumm wie Scheiße. Die werden es wahrscheinlich wieder vergessen haben. Aber ich brauch zuerst das LEP. Okay, man kann also nicht raus, wenn man will. Okay, hier steht der gleiche Text. Ich will eigentlich auch nur Heilung haben, das reicht mir schon. Ah, eine Flasche. Und eine Nate. Was werfe ich denn jetzt, wenn ich jetzt linke Maustaste drücke? Bestimmt die Flasche. Okay. Hallo. So, die habe ich. Die beiden gucken nicht. Also schieße ich daneben. Scheiße. Sicherheitschef von Black Reef. Haben wir.
werden dich schon finden. Hab ich. Der nächste bitte. Hab ich gesehen. Noch einer. Meister Charlie, mein Held, liebt Süßigkeiten. Okay, sieht sicher aus. Okay. Visionär und Hauptfinanzier des Aeon-Projekts. Kurz an die Gäste meiner Ultra-Exklusiven, das Schwelgen der Lämmer-Party, die heute Abend steigt. Glückwunsch zu eurer Einladung, Leute. Zur Erinnerung, bringt Appetit und das erforderliche Accessoire mit. Andernfalls werdet ihr nicht hereingelassen. Kapiert? Wir sind moderne Wölfe. Es wird Zeit für ein Festmahl. Cool. Okay, ja, wir hatten ja eigentlich überall immer zu viel Heilung, jetzt haben wir mal zu wenig Heilung. Schwierig. Guten Abend, Ladies und Gentlemen, hier ist Plappermaul Frank. Hinter den Klippen geht langsam die Sonne unter, aber keine Angst, unsere Wundertüte ist noch gut gefüllt. Schaut jetzt mal zur Bucht. Ich widme euch nun etwas ganz Besonderes. Ein Spektakel, das genauso ist wie ihr. Atemberaubend. Wie damals, 57. Oh mein Gott. Okay. Hier sind locker 6 Leute. War das, um wen geht's gleich nochmal? Oh, lol. Aber ich bin echt gesagt dafür, dass wir mal ein bisschen ballern, würde ich sagen, oder? Ich liebe den Klang. Schwierig. Ja, hast du was gesehen? Hast du nicht. Klappe halten. Der nächste bitte. Ja! Die Untertitel sind die besten. Stirbt. Ach so, na dann. Noch einer? Nee, ne? Waren 7 oder nicht? Strelak 50-50. Klingt eigentlich ganz gut. Sieht aus wie so ein Sturmgewehr ein bisschen. Da bin ich mal ein Fan von. Da! Ja, Heilung! Ja! Hier ist irgendwie so ein komischer Tank, wie auch immer. Okay. Ach, hier sind wir! Ah, lol, hier bin ich mal an dem Platz vorbeigegangen, weil der war ja zu stressig. Weil war ja nicht sicher. Was sind wir denn hier vorbeigegangen? Aber ich will trotzdem kurz gucken, ob hier noch was ist. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Woher willst du wissen? Keiner liest mehr. Ja, ist richtig. Aber willst du wissen, was ich brauche und was nicht, du Arsch? Oh, was ist denn hier los? Energietanken, sinnlos. Und da hinten, was steht da? Hier gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen. Ja, sieht man. Ciao, Junge. Fick dich, Knarre! Ah, Drecksladehemmung. Zack. Aber ich muss sagen, langsam geht's mit dem Schießen ganz gut eigentlich. Jetzt gerade. Ja, Mann. Übertreib. Hätte ich auch machen können, aber ist egal. Hätte ich vorher machen können. Ich will hier auch gar nicht sneaky durchgehen. Ich will hier erballern. Stören wir? Ciao. Da war noch einer hinter mir, oder? Requirieren. Geil.
Ich nehme mich mal mit. Ich denke mal, es ist ganz gut, wenn ich mal so ein Geschütz in mir rumtrage. Stelle ich mir ziemlich geil vor. Boah, weißt du was? Kann man einen Double Kill machen? Nein. Na komm, zeig dich. Hey, kommt irgendwas von oben oder von hinten? Ja, tatsächlich. Zack. Ziel im Blickfeld. Gutes Geschütz. So ist fein. Oh, jetzt geht aber ab, du. Uiuiui, ui, jetzt ist er böse. Das klang, als wäre es hier unten, oder nicht? Doch oben? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Okay. Könnte gehackt werden. Ja, das eine Ding da, weiß ich ja. Okay, was ist das hier? So eine Megabong oder was? Also auf Atemmaske gemacht oder wie soll es sein? Ist ja witzig. Ja, der Typ da hier war es irgendwie weg, ne? Ja, keine Ahnung. Dann soll es nicht so wichtig sein. Was zum... LOL. Eine Lektion. Meins. Jetzt gehört dein geliebtes LEP mir. Ich bin einfach zu schlau, zu schnell und zu stark. Und du bist immer noch genauso lahm und langweilig wie immer. Ich bin nicht mal böse, nur enttäuscht. Das hat ein bisschen was von... Ich bin nicht sauer auf dich. Nur enttäuscht. Das ist so richtig schön... Boom. Ich weiß, dass du das besser kannst. Oder du kannst dich auch ins Knie ficken. Mir egal, mach was du willst. Alles Liebe, Juliana. Juliana! Hey, ich melde mich, nicht du. Wo ist mein LEP? Ich bin noch nicht fertig, das ist meine Show, nicht deine. Ich habe hier das Sagen. Du willst raus? Nur über meine Leiche. Was ist das? Irgendeine feindliche Jobübernahme? Der Sicherheitschef schützt den Loop. Das Gegenteil von dem, was auch immer du gerade tust. Cool, dann mache ich einfach deinen Kram. Das war irgendein Mistschreiben für so ein paar Flachspaten und ich... Da will wohl jemand Hallo sagen. Ich bin noch nicht fertig. Habt die Türen verschlossen, damit ihr nicht gestört werdet. Welche Tür? Zu deinen kleinen Tunneln. Tolle Sache, echt. Und alles verdanken wir dem Captain. Ja, warte. Fuck. Verdammt. Du sperrst meine Tunnel? Dann muss ich sie wohl entsperren. Ach nee. Julianas Eindringen. Juliana kann in deinen Distrikt kommen und Jagd auf dich machen. Sobald sie sich in deinem Spiel befindet, werden die Tunnelausgänge versperrt. Öffne sie wieder, indem du die Funkantenne vor Ort hackst. Du kannst es auch mit Juliana aufnehmen, aber um deine Reprisen wieder aufzufüllen. Juliana dringt nur in Distrikte mit Visionären ein. Und man kann pro Loop nur begrenzt oft in deine Zeitlinie eindringen. Okay, sehe ich die auch? Alter, hab ich mich erschrocken. Tafeln. Juliana und die meisten Visionäre haben Tafeln dabei, die ihnen übernatürliche Fähigkeiten verleihen. Wenn du die Tafeln der Visionäre benutzen willst, musst du sie ihnen zuerst abnehmen. Tafeln werden in der Nebenhand ausgerüstet. Drücke Tab, um zu oder zwischen Tafeln zu wechseln. Halte Tab gedrückt, um ein Rad mit deinen mitgeführten Tafeln zu öffnen. Die Tafeln nutzen eine als Kraft bezeichnete Ressource, die durch die blaue Leiste in der Bildschirmecke angezeigt wird. Du kannst jede Tafel mehrmals verbessern, indem du dem Visionär, der sie trägt, erneut abnimmst. In Deckung! Boom! Uah! Okay. Ich
Jetzt müssen wir ganz kurz wechseln. Ich glaube, die Waffe ist ganz so klar. Hab dich! Ha! Wo ist deine Karne Dingsbums jetzt? Ha! Ha! Yeah, das tat gut. Oh, die verschwindet gar nicht ganz. Juliana besitzt irrsinnige Fähigkeiten. Suche ihre Überreste nach einer Tafel ab. Der Vierfünder. Ui. Ja, das hier habe ich irgendwie enttäuscht. Weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht so cool. Wo ist die Tafel? Ach, da wahrscheinlich. Okay. Teleport. Töte Visionäre, um Tafeln zu erhalten. Du verbesserst ihre Fähigkeiten, indem du die gleichen Tafeln erneut umnimmst. Schön. Jetzt ist auch die blaue Leiste. Ach so, lol. Ah, okay. Cool, cool, cool. Tunnel geöffnet. Warte, wir heilen uns ganz kurz voll. Man weiß ja nie. Aber wenigstens hat die keine so richtig mal Bossleben gehabt, sondern war einfach tot, wenn man sie richtig trifft. Das finde ich echt gut. Das Gute ist, wir können jetzt hier in einem Sprint einfach durchlaufen. Nutzt die Seitenstraßen. Nee. Geil. Das finde ich cool, wenn solche Sachen wie mit dem Aimen so weit gehen, wie man gucken kann. Und nicht nur irgendwie so nach, keine Ahnung, 5 Metern der Schuss nachlässt. Das finde ich immer ein bisschen doof. Dieser Loop ist fast vorbei. Wenn du den Distrikt verlässt, beginnt wieder der Morgen. Du erinnerst dich an das... Okay. Ja, genau das, was jetzt relevant war, fehlt natürlich, ne? Danke. Cool. Gejagt. Den lieben langen Tag. Errungenschaft freigeschaltet. Schön, schön, schön. Juliana hat mehr Ass im Ärmel als nur flotte Sprüche. Ein Loop endet und ein weiterer Kater am Strand beginnt. Schade. Aber haben wir den Loop jetzt nicht quasi überlebt? Auch richtig? Ja, ne? Du bist davon gekommen, Juliana nicht. Und du hast überlebt. Haha! Teleport und den Vierfüller. Du hast den Tag überstanden. Einen neuen Tag starten. Und da ist der nächste Loop. Früh morgens. Das finde ich eigentlich ganz geil, so das System. Bin mal nur gespannt, wie viel sich jetzt wirklich ändert. Okay, LEP, Tresor. Ich muss vor ihr da sein. Dann krieg ich das LEP. Bitte seine Knarre. Ach, Knarren haben wir genug. Ah, scheiße. Meine Waffen sind weg. Ah, der Klassiker. Ja, ist halt der neue Tag, ne? Was hast du erwartet, Kumpel? Los, Colt, los! Ich eile, ich hurte, ich sprinte. Gleicher Tag. Das heißt, ich weiß schon, was passieren wird. Ja. Ich bin's leid, an diesem Scheißstrand aufzuwachen. Was? Soll ich das jetzt etwa jeden Tag bis in... Ja, was? Sehr beeindruckend. Ich klatsch mit einer Hand. Kleiner Tipp. Nimm beide dafür. Dann steigen auch die Opferzahlen. Du hast mich erwischt. Aber willst du wirklich jeden hier töten? Nicht effizient. Und schlecht für dein Gewissen. Ich fühle mich bestens. Danke der Nachfrage. Und wenn du nochmal sowas abziehst, dann wird es wieder so enden. Ja, willkommen zurück. Cool. Alles klar, aber jetzt die Frage. Wenn man stirbt, dachte ich, vergisst man so ein bisschen das Wissen. Warum erinnert sich jetzt komplett an die Jüngste damals nicht? Einen erfüllenden Tag. Ja, das sehe ich auch so. Erfüllenden Tag. Und rein. Okay. In die Wohnung rein. Zum Tresor. LEP. Den Loop brechen. Auf geht's. Werd mich nie dran gewöhnen. Okay.
Oh, die Tür geht so auf. Ah, okay. Ein Neuanfang oder so ähnlich. Julian hat dein LP gestohlen, aber du kannst dir immer noch zuvorkommen. Ja, das kriegt man nur schwer in den Schädel. Na, eigentlich ist es ziemlich simpel. Aber wenn du meinst, es natürlich schwierig ist, dann ist es schwierig. So, also, ist natürlich ganz schwer. Du hast überlebt. Das war's schon? Lol. Okay. Muss ich jetzt auch neu ausrüsten oder zählen die? Oh, das finde ich ein bisschen nervig. Da weiß ich nicht, ob das so sein muss. So doppelt ausrüsten ist immer schwierig. Ja gut, den Rest hat er genommen. Ist gut. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt da wirklich auswirkt, weil der Tag war ja doch relativ schnell zu Ende. Was sie also noch alles im Petto haben, wird schon ganz witzig, denke ich mal. Aber jetzt, ich muss sagen, die Folge gefällt mir gerade richtig gut, so zum Spielen. Die hat was. Der Loop währt nicht ewig, pass auf dich auf. Huch, warte mal. Nägel. Interessant. Vielleicht woanders lang? Nee. Ihr Glückskinder habt den schönsten Ort der Insel gleich um die Ecke. Aber wobei, das sieht anders aus, ne? Macht euch bereit zum Ballern! Wie ist er so? Schräg? Der ist ein Genie. Das war nicht da, wo ich hin wollte. Das war auch nicht, wo ich hin wollte. Jemand anders kann sich drum. Ja, jemand anders, aber du nicht mehr. Tschüss. Hallo? Ciao. Wo ist denn eine Waffe? Tribunal. Beidhändig. Colt kann Waffen in beiden Händen benutzen. Dadurch erhöht sich zwar seine Feuerkraft, allerdings kannst du nicht mehr durch das Visier zielen. Wenn du eine Einschusswaffe oder eine Machete in der rechten Hand hältst, drücke 5, um eine Einschusswaffe in der linken Hand auszurüsten. Drücke erneut 5, um zwischen den verfügbaren Nebenhandwaffen durchzuschalten. Cool. Die Wuppertfräse. Die gute alte. Okay. Ich finde das voll cool, dass sich ja wirklich so aufbaut hier so Schritt für Schritt. Du warst nie der gesellige Typ. Schrot für alle. Na, sehe ich noch nicht so. Was? Ciao. Und ciao. Zack. Und da sind wir. Tresor. Okay, LAP, bitte sei was Gutes. Ich wollte aber was anderes. Loop-Erhaltungsprotokoll. Oh, LAP, toll. AP-LAP 3306. Priorität kritisch. Zusammenfassung. Die Visionäre sind der Loop. Der Loop besteht nur, solange sie alle leben. Wer die Visionäre bedroht, bedroht den Loop. Wenn innerhalb eines Loops alle Visionäre sterben, wird der Loop destabilisiert und bricht zusammen. Keine Partys mehr, keine Experimente, kein ewiges Leben. Protokoll. Bei der Analyse eurer Interessen, Büros und Unterkünfte konnte ich für alle Visionäre erhebliche Schwachstellen identifizieren. Alexis. Große Versammlung im Dorsi-Anwesen. Abdarm. Okay. Das ist ja hier. Charlie, Spielleitung bei seinem Live-Action-Game. Auch hier. Egor, zurückgezogener Abend im Serling-Labor oder Labor. Komplex. 4. Darbietung bei Farbrausch. Rausch. Fristed Rock. Frank, morgendliche Sendung aus dem Club Hot and Spicer. Fristed Rock. Harriet, Wellness-Seminare Hangar 2 Karlsbucht. Julianne. Dokumentation, Aeon Archivbüro in Abdam. Und wenn ihr Rissexperimente, Forschungslabor Komplex. Im Falle eines Sicherheitsereignisses werden Aeon-Eternalisten zu diesen Schwachstellen geleitet.
Visionäre sollten engen Kontakt zueinander vermeiden, bis die Krise vorüber ist. Selbstverständlich fällt das Jagen und Ausschalten jeglicher Bedrohungen unter die Verantwortung des Sicherheitschefs. Meine Wenigkeit. Davon abgesehen, passt auf euch auf und genießt das ewige Leben. Colt Vahn, Sicherheitschef Eon Projekt. Wir sind der Sicherheitschef. Eon Projekt. Das heißt also, ich habe deren Schwachstellen gesagt und ich bin derjenige, der es beenden will. Damit werde ich den Loop brechen. Okay, 8 Leute, ein Tag, das ist schwerer als du denkst. Du? Ich. Okay, wie sieht der Plan aus? 8 Ziele, einen Tag. Wenn wir die Insel in die Mangel nehmen wollen, brauchen wir noch ein paar Codes Was? Mehr. Nein, hör zu, ich habe keine Zeit. Wie bist du überhaupt hergekommen? Wurdest du nicht vor 2 Loops erschossen? Oder vor 3? Also sag Anderer schon. Code, pass auf. Es gibt Tausende von uns. Oder mehr, keine Ahnung. Aber keiner hat es bisher geschafft. Okay. Du musst besser sein als wir alle. Baller also nicht einfach wie wild rum. Aber ich baller gern rum. Du musst clever sein. Nur so bringst du das in Ordnung. Das... Und das. Ich mach das mit der Mangel. Wenjis Labor. Residuum ist der Trick. Macht alles einfacher. Oder mach's auf die harte Tour. Mir egal. Ich helf dir nicht mehr. Was suchst du? Warum? Du Mistkerl. Okay. Dann mal los. Alles klar. Wenjis Labor, wie? Liegt laut LEP im Komplex. Dann kann ich auch gleich da anfangen. Das LEP mag keine Feuerkraft haben, aber es liefert etwas fast noch Besseres. Informationen, und zwar darüber, wo die einzelnen Visionäre am verletzlichsten sind. Vom anderen Colt hast du außerdem folgenden interessanten Hinweis erhalten. Wenjis Forschung über etwas namens Residuum wird dir helfen, den Loop zu brechen. Laut dem LEP führt Venji Experimente in ihrem Labor im Komplex durch. Dein nächstes Ziel steht also fest. Bewohner von Black Reef, ich bin Alexis Dorsey. Ich möchte euch persönlich zum ersten Tag eurer neuen Jugendlichkeit begrüßen. In ein paar Stunden beginnen die Möglichkeiten des Abends. Bis dahin, geht raus und amüsiert euch. Schön, dann gehen wir mal zurück, ne? Ab dafür. Also ist das grob verstanden hat, müssen wir einfach alle umbringen an einem Tag und dann ist das Ding zu Ende. Da das aber natürlich ein Spiel ist, was ich sag mal auf Story basiert. Ist mir auf die Story basiert, das heißt, dadurch müssen wir eigentlich auch hier einiges an Spielzeit bekommen. Also wird es jetzt ja nicht so einfach sein. Da wird es noch hier den einen oder anderen Twist geben, denke ich mal. Würde mich halt wundern, wenn es dann noch irgendwie Open-World-Mechanik mit drin gibt, keine Ahnung. Nicht von dieser Welt. Charlie am Mittag, Frank Spicer, bla bla bla. In ihrem Labor, Venji. Nachts, da kracht, der Komplex für den Spinner, reicher Bingel in Abdarm. Okay, Notizen für mich selber. Was ist mit Juliana? Wo ist sie? Überall, aber wo? Ja, tschüss. Gut. Ich würde sagen, es war auch jetzt die nächste Folge hier. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.